Mein Thema heute ist ein Schlag, wo die Hände eher hinter dem Ball sind im Treffmoment, wo also der sogenannte dynamische Loft eher hoch ist, und das vergleichen mit Schlägen, wo die Hände eher am Ball vorbei sind, wo also der dynamische Loft eher geringer ist. Also das heißt, dynamischer Loft ist die Schlagflächenneigung im Treffmoment sozusagen, und will da einen Vergleich herstellen. Das heißt, ich mache Schläge, wo ich versuche erstmal überhaupt eine ähnliche Geschwindigkeit dem Ball zu präsentieren und habe dann vor, die Hände eher hinter dem Ball zu haben im Treffmoment und dann eben auch Schläge, wo die Hände eher vor dem Ball sein werden im Treffmoment. Und dann will ich einfach gucken, was ist der Unterschied, wie viel höher, wie viel flacher geht der Ball, wie viel bin ich in der Lage, da vielleicht auch ein bisschen zu übertreiben, was ist noch spielbar, was funktioniert. Aber mich interessiert vor allem der Vergleich Einschläger, gleiche Geschwindigkeit, gleicher Golfschläger, auch möchte ich nicht zu sehr mit der Schwungbahn variieren oder so, sondern im Prinzip nur das Phänomen, zeigt der Schläger eher so, wenn er ankommt, oder zeigt er eher so, möglichst eben auch mit einer ähnlichen Schlagflächenstellung, dass der dann nicht irgendwie mehr nach rechts oder links zeigt, und will dann einfach mal die Werte vergleichen. Und fange jetzt mal an und versuche erstmal, ich mache keine vollen Schläge, weil ich dann eben auch besser, schätze ich mal besser, mich schulen kann in der Fähigkeit, gleich schnell den Schläger zu bewegen, was ja auch ein guter Test für mich ist. Ich fange jetzt mal an mit Schlägen, wo die Hände eher hinterm Ball sein werden im Treffmoment, also eben nicht vor dem Schlägerblatt, sondern eher so, wie ich es jetzt andeute. Ich habe schon ein paar Versuche gemacht, um mich warm zu schlagen. Das Problem aus einer Hütte raus ist immer, dass wenn man das mit einem Sandwedge oder mit einem Pitching-Wedge macht und das extrem hinkriegt, dass der Ball dann immer gegen die Decke geht. Und ich denke mal, dass es beim Eisen 9 gerade so noch hinhaut, dass selbst wenn ich jetzt extrem löffle, dass der dann noch knapp unter dem Dach vorbeigeht. Dann sieht man schon mal, was so unglaublich typisch natürlich ist, weswegen das ja auch vielleicht keine so unglaublich gute Idee ist, das so zu machen, wie ich es jetzt eben gerade versucht habe, dass man eben einfach früher den Boden trifft. Das ist jetzt noch kein Extrembeispiel für Löffeln, aber das kann man schon sehen. Das ist eben immer ein bisschen das Problem, dass wenn der Schlägerkopf die Hände zu früh überholt in der entscheidenden Phase, dass es dann eben schon zu Kontaktproblemen kommen kann. Das geht dann in Richtung Fett, also vorher Boden, oder dünn, also zu wenig Boden. Das heißt, man braucht als Golfer eine Menge Talent, wenn man eher löffelt, doch die Bälle sauber zu treffen. Dünn heißt ja immer wenig Boden im Treffmoment, kann auch ein bisschen oder hat auch ein bisschen mit dem rechten Bild bei diesem Schlag zu tun gehabt. Ja, so, da sieht man jetzt so ein klassisches Bild. Hände mit Wohlwollen auf Höhe des Balles, wenn nicht sogar eher dahinter. Wieder eine ähnliche Geschwindigkeit habe ich erzeugt, 60 Meilen. Ist ja schön zu sehen, dass ich da relativ ähnlich bin. Jetzt sagt er mir, er war 12 Meter hoch. Dynamischer Loft von 42,5, Carry 60 Meter. Nochmal ein bisschen extremer. Ganz klares Beispiel mal wieder dafür, dass die Schwierigkeit, den Ball so sauber zu treffen, einfach viel zu groß ist, weswegen das ja unter anderem keine so gute Idee ist, das so zu machen. Ich will ja gar nicht sagen, dass Spieler das mit Absicht so machen, wenn sie dieses Problem haben. Es ist eben ganz oft so, dass es sich lohnt, daran zu arbeiten. Gleich kommt ja das Gegenteil, also dann die Variante Hände deutlich mehr vor dem Schlägerblatt. Im Treffmoment. Ja, eigentlich alles relativ ähnlich, ne? Also der flog jetzt optisch so 52, 53 Meter weit. Er sagt 54,4, Geschwindigkeit wieder um die 60 Meilen, 13,8 Meter hoch, dynamischer Loft 44,4. Und hier sieht man jetzt auch wieder eher auf der gelöffelten Seite. Grundsätzlich ist Löffeln, also damit meine ich, dass der Schlägerkopf im Treffmoment eher die Hände überholt hat, ein Linkskurvenerzeugungsfaktor, beziehungsweise so schließt man im Prinzip die Schlagfläche. Deswegen kann man auch sehen, dass ich bei den Schlägen, die jetzt alle relativ gerade waren, können wir ja nochmal hier genauer gucken, tendenziell eher einen Griff an den Tag gelegt habe, der eher ein bisschen schwach war. Schwach heißt, dass dadurch der Ball eigentlich eher nach rechts geht, und das gleicht sich dann eben wunderbar aus mit dem Löffeln, welches prinzipiell dazu führt, dass der Ball nach links fliegen will. Das heißt, wer einen schwachen Griff hat oder dorsal schlägt, das heißt, dass dann zwischen Unterarm und
Handrücken in der Treffphase, ich will es mal ein bisschen extremer auf den Punkt bringen, eher so eine Beugung hat, dass man das berühmte Handschuhschild wahnsinnig gut sehen kann. Der öffnet eben eher die Schlagfläche, also schwacher Griff und oder dorsales Schlagen öffnen eben eher die Schlagfläche. Und dann muss ich eben, um den Ball irgendwie noch gerade zu bekommen, den Schlägerkopf eher die Hände überholen lassen. Und dann entsteht eben dieses Problem, dass eben eine so offene Schlagfläche man nur noch gerade bekommt, indem man eben dann die Schlagfläche die Hände überholen lässt. So, jetzt mal andersrum. Das heißt, jetzt versuche ich die Hände deutlich mehr vor dem Schlägerbett zu haben im Treffmoment, greife auch schon ein bisschen stärker, will eben auch schauen, dass nicht nur die Hände vor dem Schlägerbett ankommen, sondern dass der linke Handrücken des Handschuhschildes auch eher ein bisschen Richtung Fußboden zeigt und nicht etwa zu viel nach dort, also nicht zu viel nach vorne, damit eben die Richtung auch passt, dass der also gerade fliegt und vor allem, weil die Hände mehr vorm Ball sind, der dynamische Loft eben deutlich geringer ist. So, jetzt sieht man schon einen Ball, der deutlich flacher fliegt. Also der ist auch optisch einfach ganz anders, ein bohrenderer Ballflug. Vielleicht schauen wir mal erstmal hier hin, um zu gucken, wie das hier von der Optik aussieht. Und da kann man schon sehen, es ist jetzt ein bisschen übertrieben. Also ich habe es jetzt ein bisschen zu viel gemacht. Das ist aber für die Mehrheit der Golfer gar nicht verkehrt, so ein Bild zu versuchen zu präsentieren. Wo die Hände deutlich vor dem Ball sind. Nicht so eine gute Idee beim Driver. Und vielleicht auch nicht ganz so eine gute Idee bei den Hölzern und Hybriden und so weiter, aber bei Schlägen vom Boden, beim Pitchen mit Eisen etc. Eine sehr gute Idee. Ich merke mir jetzt mal hier, Eve ist der Schlag, den ich gerade gemacht habe. Und gucke jetzt noch mal ganz kurz nach dem von dem Bild her extremsten Beispiel, was so das Löffeln angeht. Und da würde ich mal sagen, nehmen wir mal den. Und die beiden würde ich jetzt mal vergleichen wollen, dass man dann einfach mal von der Optik her sehen kann, wie sich das jetzt hier unterscheidet. So, kurz synchronisieren. Ja, ist jetzt in beiden Bildern praktisch derselbe Moment eingefangen. Einmal steht der Schläger so, wie ich es jetzt im rechten Bild eben auch nachzeichne, und einmal eben so. Und da sieht man natürlich dann auch schon, dass das eine ganz andere Neigung sein muss. Ob er jetzt so ankommt oder so ankommt, ist ein Riesenunterschied. Wahrscheinlich kann man sogar den Ballflug hier einigermaßen interpretieren, wie viel flacher und höher der weggeht. Naja, es geht so. Ne? Also hier sieht man, wie er so geht. Ich könnte jetzt nachzeichnen. Moment. Da sieht man das so. Jetzt hängt das linke Bild. Das ist häufig so beim Vergleichsmodus hier mit dieser alten Version zumindest. Aber da kann man ja auch schon sehen, dass das ein ganz schöner Unterschied ist. Und jetzt gucken wir mal, was Trackman dazu sagt. Spannend ist ja, dass bei diesem Schwung, den ich jetzt gemacht habe, der Schläger sich deutlich langsamer bewegt hat, also 53 Meilen nur noch in Anführungszeichen. Jetzt haben wir mal eine Flughöhe von 8 Meter Höhe, also deutlich flacher. Dynamischer Loft nur noch bei 30 Grad. Eben war es ja deutlich, war es ein deutlich höherer Wert. Und wir haben hier einen Carry von 61 Metern. Das heißt, ich habe im Prinzip genau das, was ich eigentlich darstellen möchte, direkt abgerufen. Ich habe sogar mit einer geringeren Geschwindigkeit einen weiteren Ball geschlagen, einfach nur, weil die Technik deutlich besser war. Nochmal, ich will einfach nochmal zwei Beispiele bringen, direkt in Folge. Also Variante 1 gelöffelt, das heißt Hände eher hinterm Ball im Treffmoment. Ein ganz bisschen fett getroffen. Das würde ja dann auch die Länge reduzieren. Deswegen wäre das vom Vergleich her ein bisschen unfair. Wenn ich den nehme, muss schon einigermaßen erwischt sein, was natürlich auch so schwierig ist. Ne? Wenn der Schläger eher so ankommt, dass der Schlägerkopf die Hände überholt, dann ist er ja hier schon tief. Kurz vor dem Treffmoment hat er praktisch seinen tiefsten Punkt viel zu früh. Und das ist ja genau das Problem, dass es dann eben so schwierig ist, den Ball noch sauber zu treffen, was ja auch ganz stark mit Länge zu tun hat. Man sieht jetzt, ne, gleich nach dem, das ist übrigens ein ganz, ganz häufiges Phänomen im Golfunterricht. Spieler haben einen Ball, der fett getroffen ist, was natürlich verschiedenste Ursachen haben kann. Also fett heißt vorher Boden. Und direkt danach ein Ball kommt, der dünn getroffen ist, wo also zu wenig Boden kommt, weil man ja irgendwie reagiert.
und oder weil die Reaktion häufig darin besteht, die Arme anzuziehen, dass nach einem fetten Kontakt dann eben auch ein Spitzetreffer kommt. Und das nenne ich immer FDS, Fett, Dünn, Spitze. Also der erste ist fett getroffen und dann kommen meistens zwei oder drei in Folge, die entweder dünn oder mit der Spitze oder beides sind. Und dann erholt sich der Spieler sozusagen und kommt wieder ein bisschen tiefer an, dann ist aber wieder vorher Boden und dann kommt wieder dünn und wieder Spitze und so weiter. Das ist so ein Szenario, was sich andauernd mehr oder weniger wiederholt. Also so ein relativ gewöhnliches Muster, was den Kontakt angeht. Was natürlich dafür spricht, dieses Problem, dass die Hände eben hinterm Ball sind im Treffmoment, anzugehen. Es gibt natürlich noch andere Faktoren, die dazu führen, dass der Schläger zu früh in den Boden kommt, aber das ist so ein relativ gewöhnliches Phänomen. Brauchbarer Kontakt. Mit Sicherheit auf der gelöffelten Seite im Vergleich zu dem, was man normalerweise als saubere Technik annehmen würde. Ach, so ganz schön gelöffelt, so nach dem Motto, ganz knapp die Hände noch im Treffmoment auf Höheball oder leicht davor. Was sagt er hier? Trackman sagt, ich habe einen dynamischen Loft von 43,7 Grad. Super viel, 15 Meter Flughöhe, 60 Meter Carry bei 56 Meilen Geschwindigkeit. So, 56 Meilen jetzt, aber eben wieder Variante B, der richtige Schlag mit den Händen neben mir vor dem Ball, wo ich jetzt auch wieder versuche, ein bisschen zu übertreiben. Ja, der war zu schnell, glaube ich. Mal gucken. Also, 56 Meilen. Wenn ich mir noch merken könnte, wie der davor war. Also. Variante gelöffelt, 56 Meilen, 60 Meter Carry. Variante gequetscht. Gequetscht ist praktisch, wenn die Hände eher vorm Ball sind. Vergleich auch nochmal von dynamischem Loft, der 28 Grad, 71 Meter. Ist ja Wahnsinn. Ja. So, da sieht man jetzt, dass das eben sehr viel ausmacht. Den gucken wir uns nochmal an, auch vom Scope her. Also vom Videobild her, ja, nochmal der A-B-Vergleich. So, das heißt, man kann natürlich davon ausgehen, dass wenn jemand die Hände eher vor dem Ball hat im Treffmoment und eben auch die Schlagfläche gerade ist, dass das einfach zu deutlich produktiveren Bällen führt und zwar nicht nur wegen der Flughöhengeschichte. Ich mache ja praktisch aus einem Eisen 9, wenn ich löffle, eher sowas wie ein Sandwedge. Das heißt, nicht nur deswegen, übrigens natürlich auch nützlich, die Hüfte relativ viel zu schieben, um die Hände vor dem Ball zu haben. In dem Zusammenhang auch nochmal interessant. Hier sieht man ja auch, dass die Hüfte sich praktisch gar nicht durch den Ball hindurch bewegt hat vor dem Treffmoment. Der zweite Faktor ist natürlich auch, wenn ich in der Lage bin, eher so anzukommen, dass eben das mache ich aus dem Eisen 9 eher ein Eisen 8. Das ist natürlich auch ein Grund dafür, dass der Ball weitergeht. Aber der Hauptgrund ist natürlich, dass wenn ich in der Lage bin, die Hände vor dem Ball zu haben, ich einfach viel häufiger saubere Kontakte erzeuge, also erst den Ball und danach den Boden treffe. Und dann kann ich natürlich auch ein bisschen mehr Gas geben, weil ich ja nicht mehr Angst haben muss, dass das einigermaßen funktioniert, sondern ich habe verlässlichere Kontakte und kann eben einfach auch mehr draufhauen. So, das heißt, man sieht auch, die Daten zeigen es ja ganz eindeutig, es ist ein Riesenunterschied, ob man da spät schlägt oder eben früh schlägt, also ob man eher löffelt oder eben eher quetscht. Wie gesagt, darf man auch nicht übertreiben, das mit dem Quetschen, also die Hände dürfen auch nicht viel zu viel vorm Ball sein, aber ist schon ein ganz, ganz gewöhnliches Thema für die allermeisten Golfer. Die sind einfach besser beraten, zu versuchen, bei den Schlägen vom Boden, beim Pitchen und so weiter, die Hände mehr vorm Ball zu haben, um einfach saubere Ballkontakte zu erzeugen und eben auch einfach entsprechend viel weitere Schläge zu machen. Jetzt an der Stelle mal ein ganz, ganz kurzer Hinweis von dem Sponsor dieses Videos, das wäre dann ich selbst. Drei Videokurse habe ich produziert. 7,5 Golfstunden insgesamt. Der erste Videokurs behandelt lange Schläge. 3 Stunden geht es. Geht darum, sein eigener Golflehrer zu werden. Der Trick ist, nicht das ganze Ding hoch und runter zu schauen, sondern sehr selektiv vorzugehen. Es ist super relevant, dass man guckt, was man für Schläge hat und dann entsprechend die Teile des Kurses anschaut, die für einen relevant sind. Das dazu kurze Spiel geht über 2 Stunden inklusive Putten und Spezialschläge. Spezialschläge ist auch ein guter Einstieg für diejenigen, die so ein bisschen Angst vor Technik haben, weil es einfach die ganzen Schläge behandelt, die auf dem Platz eben eine Rolle spielen, ob das dann Wind ist oder Flugkurven oder
Schläge aus dem Rough, die ganzen Hanglagen, auch bei den verschiedenen schwierigen Situationen, die ich im Bunker haben kann, Fairway-Bunkerschläge etc. Und wenn man das Wissen des ersten Kurses verbindet mit dem Wissen dieser anderen beiden, dann ist man eigentlich schon super gewappnet fürs Golfen. So viel dazu. Was jetzt noch in dem Szenario interessant ist oder bei diesem Thema wichtig ist, ist, dass man natürlich, wenn man das jetzt erlebt als Schüler, dass man jetzt zum Beispiel mit dem Eisen 9 plötzlich 20, 30 Meter weiter schlägt als vorher oder auch gerade beim Pitchen jetzt merkt, mit dem Sandwich fliegt der Ball was nicht 20, 30 Meter weiter, was durchaus gewöhnlich ist oder sein kann, wenn ihr das gut hinkriegt, dass man dann nicht mehr so richtig weiß, wie man das mit dem Dosieren jetzt eigentlich anstellen soll. Erstens, weil der Ball besser getroffen ist und deswegen weitergeht und weil einfach wegen dieses Phänomens der Ball weitergeht. Und dann kommt man natürlich erstmal deswegen in Schwierigkeiten, weil das Dosieren schwierig wird. Da kommen die Leute von der Runde wieder und sagen, ich habe immer irgendwie viel zu weit geschlagen. Ja, Luxusproblem für den Moment, wo man dann das erste Mal erlebt. Aber der Vorteil, der große Luxus ist, ich kann dann einfach auch zurück modulieren und muss nicht wie vorher mit der alten Technik eine riesige Bewegung für eine gewisse Entfernung machen im Bereich Pitchen, sondern ich kann es mir dann erlauben, mit deutlich überschaubareren und kleineren Bewegungen zu arbeiten, was eben das Ganze auch viel simpler macht. Man muss eben nicht so viel üben, ist nicht abhängig davon, den Ball immer so perfekt zu treffen, weil man ja eh sauberer trifft. Also das ist nochmal, oder das in dem Zusammenhang nochmal interessant. Und was jetzt noch wichtig ist, gibt natürlich eine Menge Videos zum Thema richtiges Schlagen, wie man das überhaupt hinkriegt, die Hände vom Ball zu haben. Ich wollte ja heute erstmal nur einen Vergleich ziehen, aber was dabei noch wichtig ist, ist erstens, dass man, wenn man Slices hat, nicht anfängt daran zu arbeiten, die Hände mehr vor dem Ball zu haben, weil das eben Gift ist deswegen, weil wenn die Hände mehr vor dem Ball sind, das eben auch die Schlagfläche mehr aufmacht, mehr öffnet und dann gibt es eben noch mehr Slices und dann wird es ganz blöd. Das heißt, das Ganze auch immer im Zusammenhang mit der Schlagfläche, in Klammern mit dem richtigen Greifen und mit dem richtigen Zuschlagen, was das mit dem Handgelenk angeht, ob jetzt das Handschuhschild eben nach unten zeigt oder nach vorne angeht. Das muss immer passen, der Zusammenhang muss stimmen. Und jetzt kommt noch was ganz Relevantes, die Schwungbahn muss eben auch einigermaßen korrekt sein. Denn wenn ich jetzt das Ganze auf einer relativ neutralen Ebene mache, das bedeutet jetzt, dass wenn man sich das anguckt in Zeitlupe, dass der Schläger eben einigermaßen von der Seite kommt. Also wenn man jetzt in das rechte Bild guckt, dann wird man sehen, der Schläger kommt eher leicht von innen oder eben ungefähr auf dieser Linie zurück. Und nicht, wenn das wäre dann wiederum Gift für das Golfspielen, dass der Schläger eben noch auf der falschen Bahn sich bewegt. Die allermeisten Golfer sind ja damit beschäftigt oder haben eher das Problem, dass der Schläger zu viel von außen kommt oder eben zu steil in den Ball reinkommt. Und dann ist es eigentlich sinnvoll, eher zu löffeln, weil, da sieht man schon gleich, wie der Ball eher nach links losfliegt, weil man sonst einfach viel zu tief in den Boden reinschlägt. Das heißt, wenn der Schläger auf so einer Bahn sich bewegt, wie ich es jetzt vorgemacht habe, dann sorgt das für viel Boden. Das ist ein Faktor, der eine ganz wesentliche Rolle spielt. Das heißt, der Schläger bewegt sich viel zu viel von oben nach unten durch den Ball hindurch und dann entstehen so Schläge, wo der wie stecken bleiben will. Ich sage immer so wie so ein Schwert. Dann entstehen diese klaffenden Divots, wo der Schläger eher so hängen bleibt. Häufig sagen die Spieler dann, ja, ich komme irgendwie nicht so richtig durch, bleibt da so hängen im Boden und so weiter. Und da lohnt es sich dann eher ein bisschen zu löffeln, weil das Löffeln wiederum den Eintreffwinkel so ein bisschen abflacht. Also wenn ich löffle, dann kommt der Schläger ja eher so an, dass er sich relativ gleich hoch mit dem Boden bewegt oder sogar von unten nach oben. Also da würde man von einem flachen Eintreffwinkel sprechen. Wenn ich aber eine Schwungbahn habe, die eher zu steil ist, dann erhöht das den Eintreffwinkel. Das sorgt also eher dafür, dass der Schläger so ankommt und beides passt dann relativ gut zusammen. Aber wenn ich jetzt an dieser Thematik Hände mehr vor dem Ball beim Pitchen oder auch grundsätzlich bei den Eisen arbeite und dann eben zu viel von außen komme, ja, dann entstehen solche Schläge wie der. Das hat sich richtig, das hat durchaus ein bisschen wehgetan. Der Schläger ging relativ stark in den Boden rein. Also das heißt, auch da kam jetzt der Schläger vor der blauen Linie runter, bewegt sich also deutlich von außen nach innen. Und im Vergleich zu dem davor waren die Hände aber deutlich mehr vor dem Schlägerblatt als bei dem gelöffelten, wo ich ja noch ausgeglichen habe sozusagen. Und dann, das sieht man jetzt auch, wenn man Zeitlupenaufnahmen sieht, mal vom Gras, wo es ja viel deutlicher wird, ob da jetzt das Divot tiefer ist oder nicht, dann bleibt der hängen, dann tut es weh und dann fängt man eben auch wieder an, den Boden zu vermeiden. Und dann entsteht so ein bisschen wie eine Sackgasse, in der man eigentlich nicht sein möchte. Also das heißt, da müssen einfach auch ein paar Sachen richtig sein. Die Schwungbahn muss stimmen, die Schlagfläche muss stimmen.
damit man es sich erlauben kann, mit den Händen im Treffmoment mit dem Ball vorbei zu kommen. Ja, ich freue mich natürlich auch über Abos, Daumen nach oben, Kommentare, Fragen, die Glocke gerne anklicken. Weiterhin viel Spaß beim Üben. Ich wünsche Ihnen möglichst immer jederzeit Ihre besten Golfschläge.